Ich begrüße euch zurück, liebe Leute der guten Unterhaltung, hier bei Oceanhorn 2, Knights of the Lost Realm. Und ja, ich darf jetzt hier durch. Wow. Das war knapp. Moment, das hat hier irgendwas zu bedeuten. Okay, was habe ich mir jetzt freigeschalten? Jetzt kann ich mich erstmal da in Sicherheit bringen, oder was? Wow. Aber wie komme ich jetzt an die Truhe ran? Ach, da oben ist der. Hä? Ernsthaft? Das zählt nicht, nein. Ein Schuss. Okay, noch ein Schuss. Okay. Also wir brauchen... Jetzt haben wir ihn. Oh. Ein Rohdiamant. Ich weiß immer nicht, was ich mit der Währung soll, was ich mit den Blutsteinen soll und so weiter und so weiter und so fort. No idea. Aber egal. Wir machen schon das Richtige. Nein, nur wir machen das Richtige, nämlich runterfallen. Ach, den Sprung schafft er? Ich stelle mir die Frage, darf ich da weiter lang? Nein, und in der Richtung wahrscheinlich dann auch nicht. Wenn ich jetzt keine Munition gehabt hätte. Das wäre aber sowas von ärgerlich gewesen. Aber egal. Ich habe es geschafft. Das ist das, was zählt. So, und dann kann ich gleich jetzt mal noch mal ein bisschen wieder Energie auftanken und alles drum und dran. Aber die Tür wird sich auch gleich öffnen, glaube ich. Ja. Also so böse, wie das sein soll, halte ich es nicht für stark, wenn es nicht durch so eine Tür durchkommt oder diese ganzen Mechanismen nicht einfach ignoriert und einfach die Tür aufgeballert hätte. Klar, es hat jetzt bis eben gerade rein theoretisch war es im Bann und war am Schlafen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber... ich meine, es war was Böses, es sollte stark sein, es hat die ganzen Männer da, die ich jetzt auch gerade ein paar Mal geklatscht habe, auch umgeklatscht und, ja. So, wie sieht's aus? Wann kriege ich hier nochmal ein bisschen Energie?
Gar nicht? Nun gut, dann schauen wir mal, was hier. The pedestal is now activated. We can return the emblem of Ocean to the top of Utheca. But remember that we promised to take care of the Yermala turtle for the Gilfolk. Na dann, lass uns mal loslegen. Yes, why don't we keep on going? I have been waiting to see this Yermala character. Dieser heilige Ort ist die Halle der Geburt, aus der die Stahldiener die ersten Kiemenvolk-Kinder nach Submerien getragen haben. Okay, schön, ja. Genau, ich laufe hier mitten auf so eine weiße Plattform drauf. Und das Wasser senkt sich ab. Habe ich natürlich sofort gewusst, ne? Ist ja logisch. Ja, die Plattform merkt, oh, das ist schwer. Da, dann muss ich mal das Wasser senken. Ich frage mich, wo das ganze Wasser gerade hin verdrängt wird. Und jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr Angst. Yermala. Knorpelige Bestie aus der Tiefe. Wie haben sie den da reingekriegt? Wie haben sie den durch die Tür gekriegt? Okay. Lass die Schildkröte Schildkröte sein. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ein Versteck finden. Ich würde mich interessieren, unter ihm durch kann ich ja nicht. Aber wartet mal, der brennt doch. Sekunde, der ist doch komplett on fire. Versuch etwas Höhe zu finden. Ja, wo komme ich denn hier hoch? Kann ich denn da hoch? Tatsache, da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Ah, jetzt sehe ich, was ich tun muss. Ah, okay. Das hat ihn nur so ein bisschen geschadet? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das war schon mal die falsche Taktik. Überspringen. Jetzt läuft Yermala los. What the fuck? Wo kommt das denn jetzt her? Halt. Das hat er in der letzten Mal nicht gemacht.
Moment. Jetzt weiß ich, was mit hören. Okay. Komm. Oh, jetzt weiß ich, wie es geht. Mm. Oh, das ist ja doof. Der kann da hochkommen, nur da hinten nicht. Wow. Es wurde ein bisschen doof kommuniziert. Komm, Schwachstelle. Ja, wie soll ich den jetzt da angreifen? Jetzt habe ich es verstanden. Braucht gar kein Eis. Hoffen wir mal, ist ja gleich der große ja. So. So, komm. Und. Ah. Nee. Komm, komm, komm. Oh, schade. Ich muss ihn von der anderen Seite anlocken. So. Ein interessanter Bosskampf. Wow. Nee, ich brauche erst Strom. Das geht so nicht. Ich kann jetzt nicht mit einem Schuss versuchen, das zu regeln. Ich brauche erstmal wieder ein bisschen mehr, genau. Das ist mir immer noch zu wenig. Ich brauche mehr. Hey, catch. Hey, fang. Ja, danke. Das ist auch nicht das, was ich haben will, aber egal. Jetzt habe ich schon mal zwei Schläge wieder. Und weg da. Okay, ich bin da weg. Nein, 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 nein. Komm her, du blöde Schildkröte. Komm hoch.
Yes! Okay. Das ist aber ein nerviger Bosskampf dann. Ja, aber das brauche ich doch gar nicht. Kommt er jetzt gleich hier hoch oder nicht? Na, komm hoch. Nee, so eigentlich nicht. Nope, 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 nope. Huh, das war knapp. Energie ist schon mal gut, aber... da. Okay. So, wie kann ich ihn da jetzt abknallen? Wie geht das am besten? Das bringt mich nicht weiter. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so, wie der Bosskampf gedacht war. Das, glaube ich, ist auch nicht ganz original. Mama! Ein bisschen mehr Munition wäre schon ganz nice. Wow, 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 wow. Hat aber nichts fallen gelassen, ne? Drecksding. Okay. Der. Ich hätte gerne mal ein bisschen Munition, weil mit einem Schuss komme ich nicht wirklich weit. Ja, schön, was du gefunden hast, aber das brauche ich jetzt gerade mal gar nicht. Weil das dauert mir ein bisschen zu lang. Es gibt's nicht, keine Munition. Gib mir Munition. Danke. Ja, kotzt du dich da erstmal aus. Toll, das funktioniert. Ich kann nicht mit Feuer kommen. Feuer macht ja gar keinen Sinn. Und das kann ich auch nicht werfen. Ja, das ist praktisch, ich weiß, aber... Boah, es ist der längste Bosskampf, den ich bisher kannte, ne? Weil... ich die Mechanik nicht verstehe, nein! Okay, gut, dann schaue ich jetzt mal hier unten lang. Obwohl, wartet mal.
Könntest du bitte mal ganz kurz darüber laufen? Danke. Oh. Du brauchst mich nicht anrotzen. Bleikugeln, 6. Ich meine, wir haben ihn ja schon auf, ich würde sagen, 40%. Ist ja jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, es geht besser. Arsch. Na dann mal runter. Munition! Ja, Munition! Und wieder hoch. Danke. Ich muss ihn jetzt erstmal hier nach hier drehen. So, wenn er hier ist, dann wäre das perfekt. Komm auch, mein Süßer, komm. Ich finde es zwar immer noch Schwachsinn, den so wegzuballern, aber in Ordnung. I can do it. Oh, danke für die Munition. Yes. Okay. Also die Chancen stehen gut, dass wir ihn besiegen. Ist halt nur ein nerviger Kampf. So. Mama, 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 lass mich in Ruhe. Du stinkst nach Fisch, du Schildkröte. Autsch, Autsch. Ich bin weg. What a fight, man. Erst eine Bleikugel gefunden. Sowas kann einen echt schon mitnehmen. Autsch. Ich sehe gerade sehr viele rote Kugeln auf mich zurasen. Ist denn hier nirgendwo mehr was Glitzerndes auf dem Boden? Dass ich irgendwo eine Chance hätte, hier nochmal Items zu bekommen. Das Senden könnte was sein. Schön, jetzt kommst du mit Munition, jetzt, weißt du. Ach, da seid ihr. Und da hinten ist das, was ich brauche. Komm. Strom. Munition. Noch mehr Munition. Okay. That is my chance. For glory. So, komm her, du blöde, fette Schildkröte. Ah, ich habe keine Angst vor dir. Ja gut, schon so ein bisschen, aber... This might come in handy. Yes. Dreh dich zu mir. Dreh dich zu mir. Ach man, er dreht sich in die andere Richtung. Komm.
Komm, ich möchte nicht nochmal jetzt umwerfen müssen. Das ist so ätzend. Yes! What the fight, man! Und die haben sich Sorgen gemacht, dass ich es nicht schaffen würde. Ha! So schnell ist das Ding erledigt, Leute. Ganz einfach. Our kingdom is again under the protection of the Emblem of Ocean. May Trito protect us all. Now, Steelscale has something he wants to tell you. Honorable Knights of Arcadia, please forgive me and my men. You were there for my lady when it should have been me, fighting to return the sacred emblem. Apology accepted. It is true what they say about Gilfolk. You are fierce warriors. Take good care of Princess Finn, Steelscale. You can count on Gilfolk. We will stand by your side against the Dark Army. Go in peace, brave Arcadians. Hey, over here! Let's fly back to the White City as soon as you have stocked up. Come to me when you're ready. Brüllte denn? What's wrong, Jen? Got something on your optics? What an adventure it has been. I am a knight, and every day might be my last. I want to thank you, my young companions. It has been an amazing journey, seeing you two come to blossom. So. Come on, Tin Man. We need to be moving. Ready to go back to the White City? Yep. Let's head back to Yellow Bird. Nun gut. Dann gehen wir zurück zum gelben Vogel oder zum Yellow Bird oder wie auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.